Man hat sogar auf die Tafel weggeschossen. Nice. Ich mich. Oh, sorry. Hallo, ihr Nudeln. Raldev ist wieder da. Ich streame auf Twitch und meine Nachtsäulen-Streams könnt ihr immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 12 bis 2 und am Wochenende von 12 bis 5 miterleben. Vor ein paar Wochen war bei mir ein Special Guest zu Gast, nämlich der Herr Fridolin. Und wir haben dann spontan eine Tarkov-Challenge gestartet. Und da gab es folgende Rules. Gewonnen hat der, der überlebt. Und falls beide überleben, auch noch dann mehr als der andere aus Labs mit rausbringt. Das sind beides Labs-Runs gewesen. Und wenn der Frido verliert, dann muss er bei mir live im Stream einen von ihm gewählten Song auf der Gitarre spielen. Und wenn ich verliere, muss ich einen kurzen Herr Fridolin-Song produzieren. Und den wird man dann auch live im Stream hören. Stream. Viel mehr ist eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Jetzt, ohne mehr zu labern, viel Spaß im Video. Geil, richtig geil. Was macht man jetzt, Herr Fridolin? Du bist heute ein deutschsprachiger Tag. It's always a deutschsprachiger Tag in my stream. Except when you're asking questions in English, okay? Wir gehen beide auf Labs, okay, Deal. Wir haben gerade so Geld für zweimal Labs run. Ich gehe auf Labs, Frido geht auf Labs. Oh Gott, okay. Das wird so ein Massaker, oh Gott. Da, sieht man das hier? Warte, du musst hierher kommen. Da, man sieht's. Erstmal geht's bloß darum, wer überlebt eigentlich, oder? Das ist ja mal Primärziel. Ja. Jetzt fängst du schon an mit, wer mehr Geld rausholt. Das ist eigentlich so ein Backup-Plan, wenn jetzt beide von uns überleben sollten. Okay, ja, meine. Dann gewinnt der mehr mit rausbringt. Also Bock, Analytics und Hau. Okay, bin dabei. Ja. Ich kenn bloß zwei Extracts auf Labs oder so, höchstens. Ja. Oh Gott. Also ich kenn Noah, aber da haben dann Bots und die Brüder werden. Oh Gott, die Raider werden uns so ficken. Okay. Also du willst anfangen, oder wie? Ja. Der Frido fängt an, ihr kennt jetzt die Rules, wie es ausschaut. Ja, so kannst du ausschauen, wenn man sich nervt. Oh, wo wollen wir hier schauen? Da. Ja, das ist schwierig, ja. in dem View hier rein, da. Hallo. So, es gibt Quality Content, ja. Was hast du jetzt mitgenommen? Ich hab nicht aufgepasst. Pistolen. Nur Pistole und ja. Die Keycard. Ja. Ja, ganz easy. Der Typ ist wahnsinnig. Wenn der gewinnt auf den Weg, Alter. Ich gehe da sowas von Full Gear rein, das kannst du mir glauben. Ja, ja. Kannst probieren. Dann total verrückt. Ich sterb genauso wie du. Hui. Der war ein cooles Setup. Ja, das wackelt ein bisschen, ich weiß aber. Bei 50 Abonnenten kann der Dave Setup-Tour machen oder so. Ja, aber ich habe tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, aber ich dachte mir bei so, keine Ahnung, 21 YouTube-Subs ist es irgendwie ein bisschen peinlich. Hm. Ja, voll professionell. Dave ist gleich scharf, Dave ist gleich unscharf. Hallo. Ja, okay. Oh, ich kenne den Spawn nicht. Der hat mehr Plan von Labs. Oh, es ist vorbei. Man muss zugeben, ist ein bisschen ekelhaft, weil er kennt meine Sense nicht und hin und her, aber kriegt er schon. Gut, komm rüber. So. Erstmal looten. Du kannst mittlere Master. Lebki! Oh! Was ist das? Oh. Das ist so viel wert, die Scheiße, oder? Kann sein. 60k, sagt Kavimanus. Ja, ich dat gern ganz hoch. Ja, los, loot immer gescheit, dass du schön abgeknallt wirst. Ja, okay, bisschen greedy. Na ja, gut, dann machen wir das doch. Ich muss dich hier ein bisschen negativ anfeuern. Jetzt gehen wir in den Tod rein. So. Jetzt wird zwar das meiste schon Du warst schon gefühlt schon dreimal draußen, aber... Ja, aber nicht da. So, da gibt's manchmal einen coolen Loot. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Was war denn das da? Ach, ein Bulb, oder? Ja, spektakulär.
Relativ uncool. Gut. Da war schon jemand. Gut. Dann gehen wir da mal in dazwischen rein. Und dann uns abknallen. Wahnsinnig, du Kerl. Oh, da ist einiges drin. Ja, cool. Aber langweiliger Scheiß. Und sagen wir, das da ist? Das ist nicht viel wert. 10k oder so. Okay. Außer wir zahlen Preis Aramid, aber ich glaube 10k oder sowas. Bin unzufrieden. Ah, ich hab vorhin wirklich die Map gerade gar nicht mehr drin, ehrlich gesagt. Das fühlt sich aber richtig an. Da war noch keiner drin. Okay. Ja, da brauchst du einen Key dafür. Ja, da war ich. Ich hoffe, da ist noch keiner. Yes. Willst du hinten? Willst du jetzt nochmal hoch oder was? Will ganz hoch. In der Hoffnung, dass noch keiner da war. Warte mal, bin ich schon zu hoch? Ups. Oh, du ganz schön laut. So, schauen wir erstmal hier rein. Da haben manchmal richtig coole Sachen. Uff, nehmen wir alles mal mit. Schreit's, wenn ich was Wertvolles aufhebe. Können wir mich echt nicht aus. Schreit's einfach nicht, ist schon okay. Jetzt bin ich wieder voll nervös, ey. Gott. Ganzen Debrans mal fertig. Du sagst ja, du wärst noch zum Premium-Streamer, Frido. Meinst du? Was sind das da? Ach, keine Ahnung, nehmen wir mal mit. Das da kann man looten. Ja, wahrscheinlich gibt es da nichts Gutes. Hat schon recht. Da drin haben manchmal nette Sachen. Moment so. Hast du gerade auf die Tafel weggeschossen? Nice. Genauso wie ich war. Oh, sorry. Oh, falsche Tasten drückt. Ich würde es an den Streams schauen, meint der Lolbit. Oh. So, wo kann man nie extracten? Überhaupt. Da, warte, hier. Da. Ich hab's umgelegt auf die Taste. Ah. Ja, eigentlich die, weil man immer extracten kann, ne? Die fahren dich gerade alle. Ohne Scheiß. Du pusht gerade meinen Stream. Nur weil dein Gesicht im Stream ist, sind lauter Leute am Start hier gerade. Wenn ich gleich mal einen Run mache, alle hauen ab. Weil du so ein Labs-Profi bist und alle Bock auf Labs-Runs haben. Sowieso, ey. Dass mir noch keiner gesehen hat, ist so. Ja, warum hast du überhaupt kein PvP? Was soll die Scheiße? Ja, gar kein Schwissen im Hintergrund. Und ich spawn wahrscheinlich und krieg sofort auf die Fresse. Gott, ich bin so. Ich bin so gespannt. Was war das? Geh und auf. Ja, breachy Scheiße. Irgendeiner davor ist eigentlich aufgegangen, hätte ich gemeint, aber. Ja, gut, ich glaube, ich verzieh mich mal. Tut mir leid, dass ich die 200.000 nicht mitmachen habe können. Jetzt für 200.000 für die Karte oder was? Ja. Pariti! Pariti! Wie laut hast du da jetzt? Was war das gerade? Das war Rarity. Das Rarity-Ding. Bitte nicht machen. Moin, Maxi. Oh, moin, Gott. Moin. Das Ding dann. Naja, dann nehmen wir den doch. So, wenn ihr jetzt da hinten aufmacht, dann spawnen wahrscheinlich Bots. Ja, vermutlich. Die pushen dich halt dann, aber das dauert ein bisschen. Es ist zu wildes Battle. Man kommt gleich. Wie lange braucht denn der Scheiß? Nach unten. Genau, ja, korrekt. Steht nicht da. Da steht gar nichts, what the fuck? Das ist aber ein bisschen merkwürdig. Vielleicht kannst du schon raus, wenn du hintergehst. Kann ich schon raus? Ist das Wasser schon unten? Wait for water level to drop. Ah. Ja, wir müssen noch warten. Ich meine, ich bin zufrieden damit. Geiler Run, ohne Scheiß. Ich bin uncool gespawnt. Für die Ledex-Sachen. Also, glaube ich, keine Ahnung. Es war geiler Run, ohne Scheiß. Nur wenn ich umspawnen würde, ich schnell weggehört. Ich mach mal schnell Wasser. Du unterhältst mal schnell die 13 Leute, die hier gerade zuschauen.
Ja. Und? Ihr so? Ja, ganz easy. Macht's den Dave nervös, wenn der jetzt dann einen Run macht. Unbedingt. Hey, gerade nicht so, wir können jetzt alles verzählen. Abonniert Herr Fridolin auf Instagram oder so. Hat er schon probiert in den 5 Sekunden, wo ich nicht da war? Nee. Werbung gemacht. Für wen? Für niemanden. Da, jetzt können wir mal erzählen. Ich hab ein Apple Juice. Der ist voll. Mach mal aktuelle Flea Market Prices, oder? Du machst Rechtsklick einfach und Filter bei Item, würde ich sagen, oder? Und dann müssen wir mitnotieren. Oh, leck, der kostet fein 6K. Was soll ja, hey, 6K. Immerhin. Was soll ich das? Ich schreib dir das in WhatsApp einfach oder so. 265K. Ja. Das heißt, du hast um 25 die Keycard verpasst, circa. Ja. Ja, muss man schauen, ob ich das hinkriege. Ich bin mir unsicher. Ich bin so ein Trash, aber im Vergleich, wenn deine Chance schon jetzt super. Ja, und du hast es überlebt, muss man dazu sagen. Na, schauen wir, was mit meinem Face-Shield nun passiert in dem Run. Ich war piu, piu, piu. Ich hab keine Ahnung, was ich tue. Das ist ein ziemlich beschissenes Spawn, würde ich sagen. Das ist da, wo du rausgegangen bist. Das ist voll die Kacke eigentlich. Kann ich da nicht weiter geradeaus? So. Was? Nehmt mir das, was ich. Kann ich nicht? Verarsch mich. Kann ich. Ich trau dir kein Stück. Naja, aber damit war doch, wenn die halt angelockt, wenn du den verschoss. Oh, guck mal, ich hab Pomp-Juice. Ich hab so gewonnen mit dem Pomp-Juice. Hier ist doch einer von den Fahrschuldingern, oder? Bin ich jetzt dumm? Nee, doch nicht. Dann war das ein anderer Raum, der ungefähr ziemlich genau so aussieht. Ich glaube, ich gehe hoch, Leute. Fuck it. Dass der immer so laut rumstampfen muss, ohne Quatsch, ey. Der kann nicht leise laufen, der Kollege. Ich hab's selbst gehört. Kein Sand mehr. Erster Loot, ja. Pomp-Schuss, Leute. Zweiter Loot, ich seh ihn schon. Ich seh auch den Headshot schon. Und ciao. Heilige Scheiße, was ist denn da los? Nein! Einfach mal einen Schuss in den Kopf. Ja, GG, Frido. Cool. Das ging schneller als erwartet. Frido hat gewonnen. Das nächste Mal gehe ich einfach nur mit einer Pistole rein. Das überlebt man scheinbar einfacher als mit so einem fetten Helm. Na. Dann muss ich mir jetzt einen Track überlegen, den ich für den Frido produziere. Ui, der war ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider ging es für mich nicht ganz so lucky aus. Das war ein recht kurzes Vergnügen. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich im Intro vergessen habe zu sagen, was die Deals waren. Das heißt, ich werde mich jetzt dann demnächst um den Herr Fridolin-Track kümmern. Und wenn wir überlegen, vielleicht mache ich sogar live im Stream.
während ich das Ganze zusammenbaue. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es gerne im Stream sehen würdet. Und allgemein, wie euch das Video gefallen hat, würde mich über Feedback freuen, ob ihr auch öfter solche Challenge-Videos sehen wollt. Und Like und Sub auf YouTube. Und darüber würde ich mich freuen. Ja, und ich freue mich über alles. Okay, ich zähle es nochmal auf, was ich alles von euch will. Also, ein Like, ein Subscribe auf YouTube, Kommentar, ob ihr das Video öfter sehen wollt. Nicht das gleiche, sondern so ähnlich. Und ob ich es im Stream produzieren soll. Das sind bloß 4 Sachen, kann man sich merken, oder? Würde ich mich mega drüber freuen. Mega, mega. Verzeiht uns, dass die Cam manchmal ein bisschen unscharf ist, aber das Setup wird laufend optimiert und die nächsten Videos sind da wieder in Best Quality, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott!